So, dann sind wir jetzt im Stadion. Ja, ist natürlich eine komplett andere Atmosphäre hier. Ich probiere mal hier. Gibt es hier Spielsound? Nee. Gibt es da ja nicht. Okay. Görlitz kommt vorbei. Sehr gut. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen. Das tut mir leid. Wenn es von einem jetzt irgendwie der Lieblingsspieler ist, kann er mir ja den Namen gerade in, also wie man den ausspricht, kann man den ja ins Kommentar schreiben. Ich probiere gerade extra laut zu reden, weil letztes Mal wurde mir irgendwie gesagt, die Musik sei zu laut. Ich weiß nicht, ob das auch beim Spiel war, ob das auch zu laut ist oder so. Auf jeden Fall, Musik ist ja im Moment aus. Aber wir konzentrieren uns hier jetzt erstmal aufs Spiel. Kaplani. Oh, schade. Da wollte er nochmal Heidmeier anspielen. Aber Kaplani kommt sogar mit hinter. Jähren. Heidmeier. Der ist durch. Der schießt. Tor! 1-0. Wenn auch erst im Nachschuss. Aber setzt sich da schön durch. Torhüter kann nur ab. Fälschen, beziehungsweise nur abtropfen lassen, und das ist wieder die Führung. Und diesmal geben wir sie nicht aus der Hand. Konrad. Heidmeier. Heidmeier. Kann da schön auf Görlitz rüber spielen. Kriegt den Ball wieder. Zieht Kaplani. Schade. Bei einem 2-0, weil 2-0, das hätte Dresden nicht mehr auf. 2-0 würde Dresden nicht mehr aufholen. Deshalb müssen wir jetzt schnell das 2-0 noch nachlegen. Weil die haben bisher immer mit mindestens einem Tor verloren. Und haben noch nie in der ersten Halbzeit getroffen, die Dresdner. Das stand gerade vor dem 3D-Match drin. Haben genau wie wir alle Spiele bisher verloren. Das heißt, denen wird auch ein Sieg jetzt mal gut tun. Aber ja, wir haben halt im Moment höher verloren. Deshalb tut uns eher so der Sieg besser. Da ist gut, dass wir gerade abseits gespielt haben. Klant schießt schön weit vor. Jelen kann per Kopf. Oh, das war gut, dass der Terrera den kriegt. Konrad, Kaplani. Kaplani, Ecke. Kirsten kann er zur Ecke abwehren. Nochmal. Die Ecke kommt rein. Irgendwie doof und Kaplani. Pfosten. Pfosten. Und das noch der Außenpfosten. Ah Gott, was haben wir gerade für Chancen, Leute? So kenne ich unsere Mannschaft gar nicht. Kaplani hatten. Kann ihn auch beherrschen. Schade. Schade. 27. Minute geht leider vorbei, der Ball. Da sitze ich auch gerade mal sehr weit vorgelehnt. Obwohl es meinem Rücken gerade gar nicht gut tut. Aber das ist gerade mal egal. Boah. Was denn jetzt? Nein! Ach komm, das hätte Konter gegeben. Ballbesitz natürlich aktuell mehr. Aber und seinen Namen kann ich halt nicht aussprechen. Das tut mir leid. Oh Gott, ey. Kacke, was auch immer. Oh Leute, 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 Leute. Boah, ich dürfte doch den nicht allein stehen lassen. Ich hätte vielleicht eine Sonderbewachung für Poté und Dedic mitgeben sollen. Oh Leute, geht mal mehr in den Strafraum. Klant, klasse. Kann davor Koch retten. Aber der Ball, der war Mist. Schlicke. Jeden.
Spielt da schön weit auf Görlitz. Kriegt er noch? Nein, kriegt er nicht mehr. Okay, 67. Minute. Da können wir nochmal wechseln. Ich habe Angst, jetzt schon Obasi zu bringen. Deshalb bringe ich jetzt erstmal Sandro Kaiser. Der wird hier vielleicht jetzt nochmal was richten. Ach komm, wisst ihr? No risk, no fun. Wenn er jetzt halt länger ausfällt, ist es halt auch jetzt nicht schlecht. Nicht schlimm. Zierreis und Obasi. Die Mittelfeldjungs ein bisschen wieder zurückziehen. Und Konrad und Heidmeier können da hinten schön weitermachen. Und Obasi kommt jetzt. Das erste Mal. Das ist Debüt für ihn in FSV-Dress. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie ich leg. Man darf jetzt vielleicht nicht zu viel von Obasi erwarten. Ich meine, er war jetzt lang verletzt. Ja, verdammt, ich habe wieder Dings an, gell? Ich habe da wieder Sturmtank angegeben. Ja, Obasi. Niemand. Ja, sorry, ich habe gerade den Mute-Knopf nicht gefunden. Kaiser. Spiel auf Zierreis. Zierreis, guck doch. Ja, da ist Obasi. Schade. Bei 1-1, das ist sehr eng alles. Kaiser. Auf Heidmeier. Der spielt weiter auf... Ja, genau. Zierreis. Zierreis sieht... Außen Tareika. Obasi! Ecke. GD geht auch... nee, Guye geht auch nochmal raus. Das weiß ich, wer das ist. Flanke kommt. Auf Schlicke. Der spielt auf Obasi. Oh, schade. Ganz knapp. Der Dresdner Torhüter, der wäre geschlagen gewesen. Den hätte er nicht mehr rausgeholt. Sadko Dedic ist jetzt auch nochmal raus. Ah, hier jetzt weiter. Heidmeier. Huber. Zierreis. Kaiser kommt nicht hin. Kaiser kommt nicht hin. Jetzt fangen wir uns gerade einen Konter. Omari muss da ran. Poté steht natürlich ganz frei. Wieder rüber gepasst auf Müller und Scheiße, das gibt's doch nicht. Leute, das gibt's doch jetzt wirklich nicht. Also jetzt nochmal in der letzten Minute wieder das Tor kassieren. Gegen eine Mannschaft, die wir volle 90 Minuten dominiert haben, ja? Nee, fast volle 90 Minuten dominiert haben, ja? Geht. Leute, Leute, Leute. Basi wieder rein als Sturmtank. Und jetzt heißt es riskant spielen. Auch wenn die jetzt alles tun werden, um auf Zeit zu spielen. Obasi. Kann ihn auf Zierreis durchstecken. Der sieht außen. Und der holt eine Ecke raus. Wahrscheinlich die letzte im Spiel. Das klappt jetzt nicht mit vorne, ist das wundert nicht. Flanke kommt rein. Schlicke, Tor! 2-2. Schlicke rettet uns. Schlicke rettet uns. Da können wir gerade sowas von froh sein, dass Schlicke da ist. Ja, Schlicke rettet uns ein Unentschieden. Das hätte ein Sieg sein müssen. Ja klar, es ist besser. Also ich gebe mich jetzt nicht unzufrieden mit einem Unentschieden, aber Leute, seht selbst, es war ein Sieg. Sieg war Pflicht. Ganz klar.
Guck mal jetzt mal in die Statistik. Wir waren gegen Ende, waren wir sogar weiterhin stärker, ja? Wir waren am Anfang waren wir schwächer, okay. Aber am Ende waren wir um 10 Punkte stärker. Wahrscheinlich auch noch wegen Obasi. Also wahrscheinlich schon wegen Obasi waren wir gegen Ende stärker, ja. Aber Leute. Ja, natürlich. Ich äußere mich natürlich wieder. Die erste Halbzeit war sicherlich in Ordnung. Wir haben uns einige Chancen herausgearbeitet und geführt. Was in der zweiten Halbzeit aber abgelaufen ist, war überhaupt nicht zufriedenstellend. So ist es. Da muss ich kurz einen Punkt setzen. So ist es auch. Es war wirklich nicht zufriedenstellend. Also, das hätte ein Sieg sein müssen. Wir haben da viel zu leichte Fehler gemacht und haben erst nach dem 1 zu 2 wieder Moral bewiesen. So ist es. So und nicht anders. Wisst ihr, wir liegen 1-0 vorne, kassieren wieder zwei Tore und ja, der lobt natürlich seinen Captain. Aber es war wieder nicht zufriedenstellend, ey. Das war absolut nichts. Wir haben in der zweiten Halbzeit bisher jetzt ein Tor gemacht, sind jetzt mit der Teamleistung auf Platz 10. Das tut mir leid. Die besten Spieler, da dürfte jetzt Heidmeier so langsam auch, der kommt jetzt auch mit den Torschützen hoch. Ach, guck mal an. Ah, der hat zwei Vorlagen. Okay. Was ist das? Vorlagen heute. Ach so, heute. Okay. Ach, deshalb kommt er jetzt schon vor. Ah, vor Schlicke. Ist er schon? Und vor Kaplani. Okay. Okay, Heidmeier hat es aber auch verdient gehabt jetzt mit dem Tor. Die Fairplay-Statistik, da dürften wir jetzt ja auf Platz 5 ab wieder stehen. Gut. So, das Duell. Ganz klar. Guerrier gegen Schlicke. Ganz klar Schlicke gewonnen. Also, dann noch mit dem Tor. Klasse. Also, das hätten, der hätte höher sein müssen, ja. Ganz klar. Das hätte unser Sieg sein müssen. Aber, naja. Das Leben ist kein Wunschkonzert. So verhandeln. Was? Du bist Ergänzungsspieler bei uns. 60.000 kriegst du. Aus dem will, der packt das. Weihrauch packt das mit Nationalspieler. Ja. Die Bayern haben natürlich das meiste Geld mal wieder ausgegeben. Ist ja wieder klar. Ablöse für Weihrauch akzeptiert, das heißt, Weihrauch kommt. Jetzt bin ich gespannt, ob Obasi fit ist. Ist Obasi fit? Angebot für Nils Teixeira. Ablehnen. Patrick Weihrauch akzeptiert. Er kommt im Januar. Wir haben schon den ersten Neuzugang im Januar. Das ist perfekt. Okay, als nächstes will Union Berlin kommen. Die sind aktuell nicht gerade. Oh ja, die sind auf Platz 7. Aber wir haben uns mit dem Sp Unentschieden. Ja, ich wollte gerade schon sagen, Sieg.